Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es ab nach Kawasaki, denn dort findet seit jetzt, ich glaube, insgesamt 3 Jahren endlich wieder das Kanamara Matsuri statt. Und ich wollte dort schon immer mal hin. Vielleicht ist es für den einen oder anderen eher bekannt unter dem Namen Penisfest, Penisfestival. Ein sehr, sehr großes Event, das auch eine sehr starke und wichtige Bedeutung hat. Das erkläre ich euch alles später auf jeden Fall, wenn wir vor Ort sind. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich bin sehr gespannt. Es soll vor allem auch sehr, sehr voll dort werden. Mal sehen, wie der Ansturm ist. Ich bin auf jeden Fall nicht alleine dort, sondern habe eine große Mädelsgruppe heute bei mir. Bin sehr gespannt und euch nehme ich auf jeden Fall mit. Let's go! Oh mein Gott, ist das voll. Dieser ganze Zug ist eben komplett ausgestiegen hier beim Kawasaki Daishi. Also es ist kuschelig. Also wir sind ein paar Kilometer gelaufen, also eigentlich sind wir nur um den Block gelaufen, aber es ist halt ein bisschen frustrierend. Wir sind jetzt am Ende der Schlange und hier hinten kann man rein. Also wir könnten eigentlich direkt dort rüber, aber wir sind ja gut erzogen, deswegen halten wir uns mal an die Regeln. Also es ist wirklich wie erwartet sehr voll. Mein Mann hatte recht, man kann eventuell hier 2-3 Stunden vorher anstehen, ehe man reinkommt. Aber zumindest ist die Sonne jetzt rausgekommen, wenigstens etwas. So, da wir hier jetzt noch ein bisschen anstehen werden und wir jetzt gerade hier vor dieser wundervollen Raucherecke stehen. Oh, die Schlange bewegt sich. Kann ich euch ein bisschen was mal über das Kanamara Matsuri erzählen und was es damit überhaupt auf sich hat? Warum rennen so viele Leute zu dem Schrein und warum wird dort überhaupt so ein riesiger Phallus gefeiert? In diesem Schrein da hinten, dort werden nämlich die beiden Gottheiten Kanayama Hiko und Kanayama Hime angebetet. Beides Gottheiten, die sich auf die Schmiede spezialisieren und den Bergbau. Es gibt so eine alte Story irgendwie, die war so ein bisschen crazy. Und zwar hat sich irgendwann ganz, ganz früher ein Dämon in eine menschliche Frau verliebt, so sehr, dass er sie nie wieder gehen lassen wollte und hat es sich einfach bei ihr unten gemütlich gemacht. Und als diese Dame einfach mit ihrem Mann Liebe machen wollte, wurde ihm sein bestes Stück abgebissen. Und dieser Ehemann ist dann halt daraufhin zu der Schmiede gegangen und hat sich dann einen eisernen Phallus anfertigen lassen. Den hat er dann benutzt und der Dämon hat dann daraufhin halt seine Zähne verloren und wurde in die Flucht geschlagen. Und man sagt auch, dass die beiden Gottheiten, die der Göttin Izanami damals ihrer schweren Geburt nach dem Feuergott irgendwie geheilt haben. Und deswegen ist dieser Schrein halt auch sehr bekannt für Childbirth, ich kann kein Deutsch mehr, für Geburten von Kindern und auch so für die Fruchtbarkeit. Und tatsächlich wird hier auch gegen sexuelle Krankheiten gebetet. Genau, das so als kleines Trivia für diesen Schrein von hinten. Mal sehen, ob wir da noch reinkommen werden. Wir wurden fündig. Yay! Es hat gedauert, aber wir haben endlich einen bekommen.
So, wir sehen alle wunderbar begeistert aus. Sehr begeistert. Wie viele männliche Geschlechtsmerkmale haben wir gesehen? Ich meine ja kleine, aber also es war total unorganisiert. Die Parade lief irgendwie irgendwo längs. Wir haben erstmal ewig lang gewartet an irgendeiner Straße, wo dieser Phallus gar nicht vorbeikam. Der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt. Also es war einfach nur ein Durcheinander. Also es gab auch nicht irgendwie einen Plan oder so eine Route, wo man irgendwie sehen konnte, wo die Parade entlang läuft. Ja, und dazu war es auch noch irrevoll. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Park. Da soll der große pinke Phallus stehen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob er da stehen wird. Let's go. Never give up. Ey, unser Spirit ist auch echt unbrechbar. Wir haben ihn endlich gefunden. Wenn das mal nicht erfolgreich ist, endlich die Waffel und das goddamn Sakura-Schweineohr. Endlich, das war nicht ganz billig. Ich habe jetzt fast 1000 Yen dafür bezahlt für beides, aber ich musste es haben. Ich hoffe, die schmecken. Ich konnte einfach nicht anders. Es gibt ihn bald nicht mehr und wir wurden auch überredet hier. Also ich hoffe, du bekommst Kommission dafür. Puh, so Leute. Auf nach Hause. Ich bin so fertig. Wir waren jetzt auch letztendlich länger auf dem Matsuri, als ich dachte, auch weil wir einfach so gewartet haben. Aber wir haben Elisabeth, den großen pinken Phallus, doch noch im Park gefunden. Und ich bin so alle, ich sag's euch. Und ich habe meinen Cheesecake, ich habe das Schweineohr, eine Sakura-Waffel für Shiori, alles ist gut. Also das Matsuri war an sich total cool. Einfach mal so als Erfahrung. Es war nur ein bisschen unorganisiert, fand ich. Also man hatte irgendwie keine Ahnung, was wann wo ist. Man hatte zwar so einen groben Plan, wenn man diese Parade anfängt. Aber uns wurde dann gesagt, die kehrt dann wieder zurück zum Schrein, aber da war halt nichts. Und deswegen haben wir halt gewartet, umsonst. Und in dem Park war es einfach viel freiflächiger. Da waren halt auch die Stände. Und ja, es war halt alles so ein bisschen unorganisiert, ey. Also so ganz ehrlich gesagt, und wahnsinnig voll. Ich bin so alle. Die nächste Woche wird es noch stressig genug für mich. Aber es war cool, mal dort gewesen zu sein, auch wenn ich leider keinen Go-Shin bekommen habe. Die Schlange war einfach viel zu lang. Aber gut, das nächste Mal. Das nächste Mal sind wir schlauer. Also dann in diesem Sinne, ehe der Wind zu stark wird, wow. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. So, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!